Ich bin Gerhard Lange, Jahrgang 1945 und langjähriger Mitarbeiter der Stadt Siegen. Nach Ablauf verschiedener Verwaltungsstationen konnte ich dann auch entsprechende Prüfungen ablegen und meine Berufsbezeichnung ist Verwaltungsfachwirt. Zur Kultur gekommen bin ich im Sommer 1976, nach der Neugründung der Großstadt Siegen. Es kamen neue Aufgaben auf die Stadt Siegen zu. Und die Kulturabteilung, die nur aus zwei Personen bestand, musste zwangsläufig erweitert werden. Und diese Gelegenheit habe ich wahrgenommen und habe dann aufgrund meiner Eignung und Neigung, Eignung wusste ich noch nicht, aber Neigung war vorhanden, mich um die Kultur in Siegen gekümmert. Mein Bezug zum Schlossgarten entstand im Grunde genommen in den dann beginnenden 80er Jahren, nachdem hier ein Pavillon entstanden war, aus Fördermitteln oder aus einem Topf der Westfälischen Lotterie, der für soziale und für kulturelle Zwecke jährlich ausgeschüttet wird und auf Vermittlung des Bürgermeisters Hans Reinhardt konnte die Stadt Siegen über entsprechende Mittel verfügen. Die wurden eingesetzt, um den Musikpavillon, wie er in der Bevölkerung über Jahrzehnte inzwischen bekannt geworden ist, nach Siegen zu bringen. Das ist gewesen im Herbst 1979, Frühjahr 80. Auf Initiative des Bürgermeisters Hans Reinhardt fanden dann einzelne Konzertveranstaltungen unter der Leitung des Musikschulleiters Siegfried Fiedler und durch lose Verbindung zu Siegener Blasorchestern fanden dann ohne Programm, muss man sagen, im Schlossgarten statt. Das Interesse war teilweise aus dem Publikum nicht so stark vorhanden, wie sich das später entwickelte, weil man nicht wusste, was stattfand. Und nach den Jahren 1980/81 gab es dann eine Begegnung zwischen Bürgermeister Hans Reinhardt und mir, mehr oder weniger auf der Chefetage des Rathauses, also im zweiten Stockwerk, mehr oder weniger zufällig, dass Hans Reinhardt mich ansprach und er sprach ja auch, wenn er was Besonderes wollte, sprach er immer platt. Und da sagte er: Hey Jung, du musst mir helfen. Ja, sag ich, Herr Bürgermeister, wie wollen wir das angehen? Und dann hat er mir die Geschichte des Pavillons kurz erzählt und auch, dass da Programm stattfindet ohne Programm und das müsste geändert werden. Also er kannte das aus Kurparkveranstaltungen und sowas Ähnliches stellte er sich vor. Und ja, dann haben wir darüber noch weiter gesprochen und diskutiert und dann habe ich dann gefragt, Herr Bürgermeister Reinhardt, ist das ein Auftrag? Ja. Und dann hat er, glaube ich, meinen Namen genannt, ich weiß nicht mehr genau. Ich gebe Ihnen hiermit den Auftrag, etwas zu konzipieren und wir stimmen uns miteinander ab. Das war ein unmittelbarer Bürgermeisterauftrag. Ja, als junger Verwaltungsmitarbeiter nimmt man sowas gerne an und da konnte ich dann meine Ideen oder meine Entwicklungen einfließen lassen. Und aus diesen Ideen und Gedanken ist dann ein Programm entstanden, was sich ungefähr aus 20, 25 Kulturträgern der Stadt Siegen entwickelte. Das waren Kulturvereine, das waren Blasorchester, das waren Spielmannszüge, das waren auch Chöre, die angesprochen wurden. Und aus den Anfragen gab es dann logischerweise Rückmeldungen, die dann eine Programmgestaltung zuließen. Ja, jetzt brauchte das Ganze natürlich auch einen Titel. Der Untertitel, der war eigentlich gegeben: Theater, Lied, Tanz, Konzerte. Das war der Arbeitstitel und im Grunde genommen gibt es ja fast sogar heute noch. Es kann nämlich nicht nur immer eine Richtung sein. Also das habe ich dann nachher auch sehr oft verwandt. Es kann nicht nur Blasmusik sein. Und das ist, wie man dann später erfahren hat, von dem Publikum sehr dankbar aufgenommen worden. Also der Arbeitstitel stand: Ja, wie nennen wir das Ganze denn jetzt? Und da habe ich nur einfach so an mich selber gedacht. Wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann sage ich da, wir treffen uns um 5 am Bahnhof oder wie auch immer. Und dann kam auf einmal raus, ja, wann machen wir das? Wann starten wir das? Von der Uhrzeit? Kam 16 Uhr raus. 16 Uhr klingt so formell.
Ja, wir treffen uns um 4. Ja, und wo? Ja, im Schlosspark. Ja, dann nennen wir das Ganze doch so. Sonntags nachmittags um 4 im Schlosspark oder Schlossgarten. Damit hat es begonnen. Titel war geboren. Der Untertitel als Arbeitstitel stand. Ja, und jetzt musste man es bekannt machen. Und was sollte man dann Besseres wählen als Plakate und Handzettel? Da man ja mit der Kunst und Kultur beschäftigt war, habe ich dann keinen geringeren angesprochen als den Siegerländer Künstler Walter Helsbach, der mir dann stilisiert einen Entwurf entwickelte, wo der Pavillon erkennbar war und ja, Teile des oberen Schlosses. Ja, das war so genial, dass man das einfach jetzt nur zusammenfügen brauchte, in einen Rahmen packen. Und dann war schon das Monatsplakat, was sich dann farblich über 5 Monate absetzte. Wir haben ja im Mai eines Jahres begonnen und haben im September aufgehört. So wurde das in die Bevölkerung getragen. Einer der wichtigsten Sponsoren und auch für die Stadt Siegen selbst und auch für mich als Kulturabteilung war da die Rolle der Sparkasse Siegen, die dann über ihre Zweigstellen den Flyer und auch die Plakate verteilen konnte. Das war im Grunde genommen Idee und Start dieser inzwischen 38 Jahre alten Veranstaltungsreihe, die, wie man hört und weiß, an Attraktivität noch nichts verloren hat. Die Kulturentwicklung ab den 80er Jahren hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Siegen wünschte sich schon immer ein Theater, ein Theaterbau. Wir hatten zwar eine spielfähige Schulaula, das muss man so sehen, wo man auch wunderschöne Aufführungen machen konnte, aber es war eine Schulaula, die den Charakter eines Theaters hatte. Und die Politik wünschte sich schon immer einen eigenständigen Theaterbau. Da braucht man nur als Stichwort zu sagen, Weißfliegsches Grundstück. Und als Planungsprojekt ist das sogenannte Paar-Jahr-Projekt zu nennen. Dieses Instrumentarium wurde im Grunde genommen leider durch politische Entwicklungen und Streitdiskussionen zwischen SPD und CDU in den End-70er Jahren zerrieben. Und irgendwann gab es eine formelle Grundsteinlegung. Und damit war, würde ich jetzt mal laienhaft sagen, das Paar-Jahr-Projekt begraben. Es gab einen politischen Wechsel in der Führung. Oberbürgermeister Friedemann Kessler verlor die Kommunalwahl 1979 und der Bürgermeister hieß Hans Reinhardt. In Person wollte er sich natürlich keine Kulturfeindlichkeit vorwerfen oder nachsagen lassen. Und er war jetzt natürlich ein Motor für kulturelle Entwicklungen, Begegnungen, wo dann in erster Linie sicherlich die Villa Waldrich zu nennen ist, die am 01.01.1981 ihre Tore öffnete als Begegnungsstätte für Wissenschaft und Kultur in Verbindung mit der Universität Siegen. Aus diesen Entwicklungen heraus kann man den Bogen spannen zu dem Ereignis, was ich eingangs erwähnte, der Begegnung mit mir im Schlossgarten, Aktivitäten zu starten, wie man sie noch in Erinnerung hatte aus der 750-Jahr-Feier des Jahres 1974, dass man auch den Schlossgarten nicht nur mit einer Veranstaltungsreihe beleben wollte, sondern generell kulturelles Leben in den Park bringen wollte. Das Vorprogramm wurde soweit zusammengestellt, dass wir am 01.05.1982 mit der Veranstaltungsreihe starten konnten. Und aufgerufen war natürlich, das lag auf der Hand, die Musikschule Siegen mit dem damaligen Jugendsinfonieorchester als Auftaktveranstaltung. Alles war vorbereitet, alle waren nervös und alle waren glücklich, in diese Serie einsteigen zu können. So, und dann passiert es natürlich, der Wettergott spielte nicht mit, sondern begleitete den 1. Mai 1982 im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne der Straußschen Polka mit Blitz und Donner. Ein Unwetter zog auf, der Schlossgarten war nicht mehr grün, der war weiß
Und wir konnten natürlich die Eröffnungsveranstaltung nicht ausfallen lassen. Also, was musste passieren? Verlegung. Ja, wohin? Ja, bot sich nur das obere Schloss an, und zwar hier der Oranier-Saal. Der 1. Mai hat eine echte Tradition hier innerhalb des Hauses. Der war nicht fürs Publikum geöffnet, sondern das war ein Arbeitsfeiertag. Und dadurch konnten wir in Abstimmung mit dem damaligen Museumsdirektor Dr. Schabach unter größten Bedenken den Oranier-Saal benutzen für die Eröffnungsveranstaltung, was wir dann natürlich gerne angenommen haben. Wir hatten eher gedacht, bei Blitz und Donner draußen kommen vielleicht 20, 30 Leute. Aber nichts da, es waren sicherlich weit mehr als 150, die sich dann im Oranier-Saal drängelten und in der gotischen Halle zwar nichts mehr gesehen haben, aber dafür gehört. Und so konnten wir dann tatsächlich die Eröffnungsveranstaltung durchführen, und wir waren alle nachher froh und glücklich, dass das der Start war für die inzwischen ja, wie schon erwähnt, 38 Jahre dauernde Veranstaltungsreihe. Dadurch, dass die Besucher ihre Garderobe ja nicht ausziehen konnten, wir hatten ja keine, sondern die mussten sie anlassen, kam ungeheuerlich viel Feuchtigkeit in den Raum, und da Holz ja bekanntermaßen arbeitet, auch über Jahrhunderte, wurde dann festgestellt, der 1. Mai 1982 war ein Sonntag, am Montag war offiziell geschlossen, am Dienstagmorgen stellte der Hausmeister den Absturz eines Gemäldes im Oranier-Saal fest. Also die Feuchtigkeit hat dazu geführt, dass die Schrauben ja, sich gelöst haben und das Bild gerade von der Wand fiel. Der einzige Schaden, der entstanden war, ein Einschlag im Parkett, der konnte aber leicht behoben werden, sodass wir schadlos aus der Eröffnungsveranstaltung herausgekommen sind. Es gab einen Leitfaden von mir, es kann nicht immer Blasmusik sein. Und das wurde in der Entwicklung dessen, dass es auch Klassik gab. Das Jugendsinfonieorchester hat dann mehrfach dann auch gespielt in den laufenden Jahren. Es gab Rock, Pop, es hat richtig geknallt im Schlossgarten. Das hatte natürlich auch negative Folgen. Der Bürgermeister hatte die nicht, ich persönlich, Beschwerden der Beschallung, die wir zu laut vom Giersberg und von der oberen Hundgasse. Ja, was machen wir? Da war dann auch wieder so ein Gespräch, ja, Jungen, was machen wir da? Ja, sag ich, ganz einfach, wer ist der Petent? Und dann gehe ich dahin. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir von der Feuerwehr Phonmessgeräte besorgt und habe dann tatsächlich auch mal die Beschallung gemessen und stellte dann fest, dadurch, dass wir einen permanenten Westdrift haben, zu 80% der Wetterlage, ist der Giersberg tatsächlich, der wird doppelt beschallt. Der kriegt einmal die Rahmenbeschallung aus dem Schlossgarten mit, und je nachdem, wie stark der Wind ist, kriegen die oberen Straßen des Giersberges, die haben ein Konzert im Garten. So empfinden die das nachher. Und das Gleiche war jetzt mit den Beschwerden aus der Rundgasse und Metzgerstraße, obere Metzgerstraße. Ich bin dann dahin und habe mit den Leuten gesprochen und habe sie im Endeffekt eingeladen, dann kommen sie doch einfach mal. Das haben die auch gemacht. Und auf einmal waren wir uns bekannt. Und es gab keine Beschwerden mehr. Das war ungefähr so nach 5, 6 Jahren. Danach hat es überhaupt keine Beschwerden mehr gegeben. Wir hatten uns daraufhin arrangiert, dass die Einspielproben nie vor 15 Uhr beginnen durften. Und die Spieldauer, das hat sich dann nachher so ein bisschen eingeschliffen, waren dann keine 60 Minuten mehr, es waren dann 90 Minuten. Aber die wurden dann hingenommen. Alle Welt war zufrieden und wir als Veranstalter logischerweise auch.